Für die heutige Pickup-Folge bin ich in den letzten Wochen und Monaten wieder kräftig eskaliert, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, die extra long Schwanza habe ich gewonnen. Wenn ihr das mit dem extra long Schwanza jetzt nicht kapiert habt, dann werde ich euch am Ende dieses Videos mal ein Video verlinken vom guten Lord of Nerds, denn er hat so ein kleines bisschen den Raketenjansel parodiert und auf die Schippe genommen. Und ja, das fand ich ganz witzig. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier gerade eben einige Spiele oder einige Verpackungen wieder in die Kamera gehalten. Ich bin in den letzten Wochen wieder kräftig eskaliert, was das Spielekaufen angeht. Das hat sich ja mittlerweile bei mir hinter meinem Monitor, wo ich meine Neuzugänge immer hinlege, so hoch gestapelt, dass ich eben dachte, ey, du musst das jetzt aufnehmen. Noch länger warten kannst du nicht. Obwohl ich eigentlich noch ein paar Sachen habe, die noch unterwegs sind, von limitierten Sachen und so. Aber egal. Heute haben wir trotzdem knapp 20 Spiele, soweit ich das eben durchgerechnet habe. Ein paar Sachen, die ich schon gespielt habe und auch natürlich ganz viele Sachen, die hier halt noch eingepackt sind, wo ich dann nicht so mega viel zu sagen kann, aber das werdet ihr gleich sehen. Jawohl. Viele fragen mich übrigens immer, hey, wie archivierst du deine Spiele und so weiter und so fort? Und wie hast du den Überblick darüber und so? Und ihr wisst es ja, ihr seht es ja in meinen Videos, wenn ich mich hier hinsetze, um meine Pickups auspacke, dann sitze ich nicht nur hier und erfreue mich meines Lebens, dass ich neue Spiele auspacke. Klar, tue ich auch, aber ich mache ja noch ganz viele andere Sachen danach. Ne? Ihr seht immer, ich blende euch Videomaterial ein von den Spielen, also Gameplay-Material, und dann filme ich das, wie ich das ins Regal stelle und sowas alles. Das sind alles Sachen, die ich noch im Nachhinein mache. Und ich scanne auch tatsächlich alle meine Spiele in mein digitales Archiv ein. Und das mache ich mittlerweile alles über RetroPlays. Früher habe ich dann eine App für genutzt, die fand ich aber nicht so geil, die war auf Englisch und ja, so toll war das alles irgendwie nicht. Und seit einiger Zeit, seitdem ich halt auf RetroPlays aufmerksam geworden bin, mache ich das tatsächlich bei RetroPlays. Denn da kann man das alles mit verschiedenen Versionen, die man hat, mit verschiedenen Editionen und was weiß ich was alles separieren und kann das wirklich haargenau einscannen. Und wenn man halt was nicht findet im Archiv, dann kann man das halt noch wunderbar ergänzen. Deswegen, also ich nutze RetroPlays tatsächlich auch selber, ne? Sonst würde ich auch nicht ständig dafür Werbung machen, wenn ich das nicht selber nutzen würde. Deswegen, wenn ihr ein cooles Ding sucht, wo ihr eure Spiele einscannen und archivieren könnt, dann geht doch mal unten in der Videobeschreibung über meinen Partnerlink bei RetroPlays gucken und erstellt euch kostenlosen Account und dann könnt ihr da eure Spiele archivieren. Ich finde das ziemlich cool. Funktioniert auch auf dem Handy. So, nun aber genug gefaselt. Wie gesagt, ich habe mir wieder ja, 3,5 Stapel hier zurechtgelegt. Und die packen wir jetzt aus. Ich bin echt gespannt. Ein paar Sachen habe ich noch so im Kopf, was ich gekauft habe. Ein paar Sachen sind schon wieder so ein bisschen weg. Und der erste Packen, den ich mir hier geholt habe, das ist dieser hier. Und da fangen wir jetzt auch mal an, würde ich sagen. Aber ich drehe das Ganze, glaube ich, rum, denn ich weiß, wie bei den kleinen Päckchen, was da drin ist. Deswegen drehe ich das rum und fange einfach mit diesem Standard-Amazon-Päckchen an. Trifft sich auch ganz gut, denn morgen wird bei uns Altpapier abgeholt. Dann kann ich den ganzen Scheiß gleich noch in die Tonne schmeißen. Oh. Und in dieser Hülle, in dieser Verpackung, befindet sich. Ah ja, sieh mal einer an. Der Animal Crossing Happy Home Designer für den Nintendo 3DS. Denn ich habe mir gedacht, komm, das ein oder andere 3DS-Spiel kannst du dir noch in die Sammlung holen, denn da gibt es einige Sachen, die mir noch fehlen. Ganz viele Sachen, die mir noch fehlen. Und ich dachte mir, komm, guck mal, pack dir mal ein paar Sachen auf die Wunschliste bei Amazon. Und da habe ich halt immer im Laufe der Zeit gesehen, dass der Preis immer noch so ein bisschen runtergegangen ist, immer den einen oder anderen Euro. Und dann habe ich dann zuletzt halt zugeschlagen bei diesem Spiel bei Amazon. Ja, der Happy Home Designer. Ab und zu schnappt meine Tochter sich nämlich schon mal ihren 2DS, den sie hat, und spielt damit irgendwas. Und da sie vor kurzem halt auch mal in Animal Crossing reingeguckt hat, dachte ich mir, vielleicht ist das hier was für sie. Das ist jetzt nicht mal speziell für mich gekauft, sondern halt klar für meine Sammlung, aber dass meine Tochter da, wenn sie Bock hat, halt mal reingucken kann. Ja, das ist ja, der Happy Home Designer von Animal Crossing für den Nintendo 3DS. Jetzt habe ich meinen Stapel doch wieder ein bisschen umsortiert, denn ja, dann machen wir die 3DS-Games halt eben zuerst. Das war jetzt mega der Zufall. So, das nächste Spiel für den 3DS habe ich dann nicht bei Amazon gekauft, sondern tatsächlich bei RetroPlays, ne? Denn da könnt ihr ja nicht nur eure Spiele einscannen, sondern halt auch kaufen und verkaufen. Und das habe ich getan. Und ich, ja, ich ziehe es mal raus. Und das nächste Spiel für den 3DS ist
Dieses hier, was ist es? Könnt ihr es sehen? Ich kann es gerade nicht sehen. Es ist Story of Seasons, Trio of Towns. Denn ich, wie gesagt, einmal ist es halt so ein bisschen für meine Tochter auch gedacht, weil sie solche Sachen momentan so ein bisschen für sich entdeckt, habe ich das Gefühl. Sie spielt auch Minecraft im Moment, im Kreativmodus und alles solche Dinge. Und deswegen diese ganzen Farming-Dinger und Aufbausachen und sowas alles. Ich denke mal, da gibt es ein paar coole Sachen, die sie sich auf jeden Fall mal angucken kann. Und ich habe selber auch noch nie ein, wie hieß es denn sonst immer? Story of Seasons, wie hieß das denn das Original? Ach, ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, das Ursprungsspiel davon. Und habe ich noch nie gespielt und ich weiß, dass diese Story of Seasons Spiele deutlich besser sind als die originalen. Wie hießen die denn noch? Das gibt's doch gar nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hab's echt vergessen. Ja, und deswegen habe ich mir das Ding auch noch gekauft. Ich glaube, ich habe für jedes 3DS-Spiel unter 15 Euro bezahlt. Ich glaube sogar teilweise nur 11 oder 12. Deswegen, da denke ich mir, kann man das mal machen. Das eine war sogar noch original verpackt und das hier ist halt ja eingeschweißt, nochmal neu. Aber ja, so ist es halt. Sieht aber darunter, was ich so sehen kann, unter dieser Folie sehr, sehr gut aus. Jawohl. Dann packen wir das letzte 3DS-Spiel auch direkt noch aus, denn das waren drei Stück, das weiß ich halt noch. Und da haben wir Miitopia. Das ist auch so ein Ding. Das hatte ich auch schon länger auf dem Schirm, mir das mal zu holen. Ist auch neu eingepackt. Ja, okay. Ich glaube, das kam sogar von vom gleichen Verkäufer bei Retro Place. Deswegen sind die auch beide gleich neu eingeschweißt quasi. Ja, aber sieht genauso gut aus vom Zustand. Und Miitopia ist etwas, was ich mir mal angucken wollte. Aber das ist jetzt nichts, was mich so unfassbar reizt. Aber mal reingucken kann man da definitiv mal. Gibt es das auch für die Switch? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, es gibt das für die Switch, war mir aber definitiv zu teuer. Naja, Miitopia für den 3DS. Das waren die drei 3DS-Games, die ich mir gegönnt habe, um einfach meine Sammlung dann noch so ein kleines bisschen zu erweitern. Denn solche Titel habe ich da, außer Animal Crossing New Leaf, war es ja, glaube ich, ne? Das, sonst habe ich da von diesen ganzen Spielen so nichts auf dem 3DS. Deswegen habe ich mir die mal gegönnt. Ich habe die Stapel noch mal ein kleines bisschen umverteilt. Wir kommen jetzt zum nächsten Stapel. Es handelt sich dabei um drei Spiele. Ich weiß nicht, was drin ist. Es kann querbeet sein, gemischt sein. Es kann PlayStation 4, 5 oder Nintendo Switch sein. Diese Sachen können wir jedes Mal hier ziehen. Und ich würde sagen, wir öffnen das erste und ziehen heraus ein Nintendo Switch Spiel. Es ist auf jeden Fall schon mal. Ihr seht es als allererstes. Ich gucke nicht so richtig hin. Das ist, was ist denn das? Ah, es ist Windjammers 2. Ich bin ein, ich will nicht sagen großer Fan, aber ich habe den ersten Teil sehr gerne gespielt. Immer mal wieder so ein bisschen im Koop und mal alleine ein bisschen rumprobiert. Hatte ich mir damals von Limited Run Games, glaube ich, gekauft. Windjammers 1 ist auch ein Titel, der relativ teuer ist. Hab das Ding eingeschweißt gelassen und hab mir das nochmal digital irgendwann gekauft, als das für ein paar Cent mal im Super Sale irgendwie war. Und fand das halt, wie gesagt, ziemlich cool. Und vor kurzem war das Ding, das hat ja einen normalen Release bekommen. Und das habe ich mir dann halt einfach mal gekauft für ein paar Euro. Das war wirklich nicht mega teuer. Windjammers 2 ist im Grunde so ein Arcade-Game, in dem wir, ja, ich will es mal grob mit einem Tennis vergleichen oder mit einem Diskus werfen, mit einem Frisbee-Spiel vergleichen. Das heißt, wir stehen uns gegenüber mit zwei Charakteren und werfen uns quasi diese Frisbee immer zu. Und wir müssen so ein bisschen wie so ein, ja, wie soll man das denn nennen? Wie so ein, wenn man von oben auf so ein Air-Hockey-Feld drauf guckt und man sich diesen Puck immer hin und her schießt. So in der Art spielt sich das. Nur, dass man nicht so schnell hin und her schießt, sondern auch dieses Frisbee quasi festhalten kann und werfen kann und zielen kann und so. Und das kann sehr, sehr schnell, sehr, sehr hektisch werden, macht aber ziemlich viel Spaß, vor allen Dingen, wenn man halt nicht gegen den Computer, sondern halt gegen einen Kumpel spielt oder so. Und Teil 2, wie gesagt, war nicht mega teuer, hatte ich mir mal gegönnt. Ich habe den Stapel mal ein bisschen herüber geschoben, mal gucken, wie der am Ende aussieht, denn mit den kleinen 3DS-Hüllen da unten drunter und der kleinen Switch-Hülle könnte das sehr spannend später werden. Wir gucken in das nächste Paket rein. Ich fühle schon etwas Dickeres, das könnte also eine PlayStation 5-Hülle sein. Und dem ist nicht so. Es ist eine PlayStation 4 Hülle. Und zwar ist es Destroy All Humans. Ja, sehr schön. Der erste Teil. Ich hatte mir vor kurzem den zweiten Teil für die PlayStation 5 gekauft. Und das Ganze sind ja mehr oder weniger Remastered oder Remakes. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was es sind. Auf jeden Fall geht es halt darum, in die Destroy All Humans
wie der Titel schon sagt, alle Humans zu destroyen. Und das machen wir als Alien. Und dieses Spielprinzip finde ich ziemlich cool und die Grafik finde ich vor allen Dingen ziemlich cool. Ich finde, das sieht sehr, sehr comic-mäßig aus, aber doch sehr, sehr schön. Es ist wirklich sehr detailliert. Es macht einfach Bock, da zu gucken, wo man mit diesem UFO rumfliegt und einfach um sich ballert mit Lasern und so. Und das mit dem Alien halt das zu machen, die Humans quasi alle abzuballern, ist schon ziemlich, ja, fetzig. Und deswegen Teil 1 wollte ich mir einfach nur dazu holen, weil halt nur Teil 2 ist halt auch irgendwie dumm. Und Teil 1 gab es halt, ja, für die PlayStation 4. Und das auch relativ günstig so. Ich habe heute viele Sachen dabei, die relativ günstig waren, die irgendwie super runtergesetzt waren oder die einfach generell nicht mehr so teuer sind. Es gibt auch ein paar Knallertitel heute noch mit dabei. Werdet ihr euch gleich, hätte fast gesagt umgucken, aber ihr könnt euch drauf freuen, da kommen noch ein paar andere coole Sachen, aber das auf jeden Fall auch ein cooler kleiner Titel, den man sich für kleines Geld mitnehmen kann. Dann mal wieder eine Amazon-Hülle, ne, wie das meistens halt so ist, und mal gucken, was da so drin ist. Abgerissen. Auch hier könnte es, ne, es ist eine Switch-Hülle, das ist ebenfalls so ein Ding gewesen, was sehr, sehr krass runtergesetzt war. Ich glaube zu schätzen, dass es irgendwie so zwischen 30 und 40 Euro war, und das war es mir dann doch wert. Und zwar ist die Rede von Dragon Quest Treasures. So heißt das ganze Ding. Dragon Quest Treasures. Alter, ist das ein Zungenbrecher. Dragon Quest Treasures. Es gibt noch Dragon Quest Builders und es gibt ja noch die normale Dragon Quest Reihe. Alter Schwede. Und Dragon Quest Treasures ist ein Ableger, den man so ein kleines bisschen mit einem, kann man es mit einem Diablo vergleichen? Es geht auf jeden Fall darum, halt Schätze zu heben, Schätze zu suchen, sprich Items zu farmen, zu grinden und sowas. Und ich glaube, man könnte es tatsächlich so ein kleines bisschen mit einem Diablo vergleichen. Ich glaube nicht von der Spielweise, aber so vom Prinzip her. Ne? Der Traum, zwei Geschwister Schatzjäger zu werden, geht in Erfüllung, als sie da in das magische und mysteriöse Reich Drakonien stolpern. Ja, okay, ne? Eine Vielzahl an unglaublichen Reichtümern wartet auf euch. Findet Beute mit Hilfe der einzigartigen Fähigkeiten eurer Monster. Okay. Ja, ne, das war, wie gesagt, mega runtergesetzt. Ist auch noch gar nicht so lange draußen, das Spiel. Und deswegen dachte ich mir, komm, für diesen Preis nimmst du mal mit, weil ich diesen Stil sehr gerne mag von den Dragon Quest Spielen und halt generell gerne solche Grind- und Sammelspiele spiele. Ne? Ja, Dragon Quest Treasures. Jetzt hab ich's. Kommen wir nun zu den beiden Spielen, die ich schon gespielt habe von diesem Paket. Ich hatte eigentlich vor, noch ein bisschen mehr anzuspielen. Habe ich nicht geschafft, liegt aber an einem folgenden Spiel, was jetzt bei diesen beiden dabei ist. Das nehme ich aber mal noch nicht. Ich nehme erstmal das andere. Und zwar ist das erste Spiel ein PlayStation 5 Spiel. Ich hatte irgendwie Bock, nachdem ich jetzt doch mit Hogwarts Legacy ein bisschen pausieren musste, aufgrund meiner Krankheit und so. Ne? Ich habe da ja 2 Wochen habe ich auf flach gelegen und noch länger und war gar nicht hier oben. Ja, und die PS5 steht aber hier oben. Und das hatte ich aber, als ich dann wieder hier oben war, hatte ich, ey, du hast irgendwie Bock, ein bisschen PS5 zu spielen, aber jetzt Hogwarts anzufangen oder weiterzumachen, lohnte sich zeitlich nicht mehr so ganz. Habe ich gedacht, guckst du doch mal in Monster Truck Championship rein. Und das Ding habe ich mir auch vor kurzem gekauft. Hatte ich sogar, glaube ich, bei Retro Plays gekauft. Genau, bei einem Händler, bei dem ich sehr viel kaufe. Grüße gehen raus an Funtainment. Ne, ich weiß ja, dass du hier ab und zu schon mal reinguckst. das habe ich da gekauft. Ich hatte halt nichts erwartet. Ich habe einfach Bock gehabt, ein bisschen Monster Truck zu fahren. Ich bin großer Fan von den alten Monster Truck Serien früher auf DSF. Ich habe gehört, das soll immer noch laufen. Ich weiß nicht, wer es noch kennt von damals. War der Team Grave Digger oder Bigfoot? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, Monster Truck wollte ich gerne mal spielen, habe mir das geholt und dachte, ja, wird irgend so ein, keine Ahnung, vielleicht ein Lizenzkram sein oder irgendein Billo-Rennspiel. Letzten Endes ist es natürlich auch kein unfassbar krasses Rennspiel, muss man auch sagen, ne? Aber für das, was ich bezahlt habe und für das, was es ist, hat es doch Bock gemacht. Denn es gibt ganz viele verschiedene Modi in diesem. Ich habe zum Beispiel den Karrieremodus oder den Event-Modus gespielt, wo man halt quasi in der Karriere fortschreiten kann. Und man hat immer bestimmte Events, die man fährt. Und in jedem Event gibt es einzelne Rennveranstaltungen. Und die unterscheiden sich halt sehr krass. Also man hat dann ganz normale Rennen. Dann hat man Drag-Rennen, dass man halt quasi auf Zeit gegen einen Gegner fährt, beziehungsweise gegen einen einzelnen Gegner fährt. Und man fährt aber nicht nebeneinander, sondern nur die gleiche Strecke so,
ja, ich nenne es jetzt mal so antiparallel, kann man das so nennen. Oder dann gibt es halt Stuntrennen oder Freestyle oder sowas oder Zerstörungsrennen und auch Zeitrennen und sowas alles. Und das, diese Mischung fand ich ziemlich cool. Am Anfang kam ich nicht so ganz klar, denn wie es halt bei einem Monster Truck so ist, was ich gar nicht am Anfang mehr auf dem Schirm hatte, kann man natürlich nicht nur die Vorderachse zum Lenken benutzen, sondern auch die Hinterachse. Ja, und dementsprechend muss man mit dem rechten Stick die Hinterachse lenken und mit dem linken Stick halt die Vorderachse. Und das ist nicht so einfach. Da muss man erstmal mit klarkommen. Deswegen bin ich die ersten normalen Rennen, habe ich immer verloren. Oder bin immer ziemlich weit nach hinten gefallen, weil ich mich immer gedreht habe und die Karre ist ausgebrochen und sowas alles. Mega nervig, bis ich gecheckt habe, okay, du musst halt hinten auch mitlenken. Und dann lief es deutlich besser und ich habe auch Rennen gewonnen und so. Und ja, dann wie es halt im typischen Karrieremodus ist, man bekommt Geld, man hat einen Sponsor, den man immer wieder neu auswählen kann und kriegt dann Kohle und kann dann neue Teile für den Truck kaufen und immer weitere Events freischalten. Ganz simpel. Ja, und das macht Bock für zwischendurch. Wenn ihr das also mal für einen günstigen Preis bekommt und einfach Monster Trucks mögt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal reinziehen. Cooles Teil. Jetzt kommen wir zum, ich sag mal, Elefanten im Raum. Denn das ist das Spiel, was ich in den letzten, ich will schon fast sagen, Jahren, kann man das so nennen? Auf jeden Fall die letzte Zeit am meisten gespielt habe. Und was mich wirklich mit am meisten begeistert hat, die letzten Wochen und alles andere, was so in letzter Zeit da war, wirklich für mich in den Schatten gestellt hat. Und da rede ich nicht nur von diesem Jahr, sondern auch von den Jahren davor. Und es, ja, Octopath Traveler 2. Meine Fresse. Was ist das für ein Spiel bitte? Ich habe, das kann ich gerne mal verlinken, das müsste theoretisch auch heute online gegangen sein, denn ich habe im Akimbo FM Podcast die Ehre gehabt, zu diesem unfassbar grandiosen Spiel eine Review zu machen. Und den möchte ich euch gerne verlinken. Ich denke, der sollte online sein, wenn denn der Mirko wieder fit ist. Denn der Mirko, der war ja irgendwie mit Corona angeschlagen, konnte dementsprechend nicht den Podcast aufnehmen mit Janis zusammen. Und dementsprechend verzögert sich meine Review zu diesem Spiel auch ein kleines bisschen. Warum ich eine Review da schon so gemacht habe, ist ganz einfach. Denn ich habe das Spiel zu Release bekommen, war dato aber noch krank und konnte an dem Tag habe ich auch nicht gespielt. Am nächsten Tag, ja, ich habe quasi eine Woche gar nicht irgendwas gemacht und am nächsten Tag dachte ich so, ja, so bist du da so ein bisschen fit, guck doch mal rein. Ja, und desto fitter ich dann wieder wurde im Laufe der Folgewoche, wo ich auch noch zu Hause war, habe ich in dieses Spiel sage und schreibe, bis jetzt, ne, ich bin natürlich schon lange wieder fit und so, bis jetzt habe ich fast 80 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Das heißt, ich habe dieses Spiel länger gespielt als letztes Jahr Elden Ring und das in nur 3 Wochen. So, ne, also allein das zeigt schon, wie mich dieses Spiel gepackt hat. Ich habe dafür Hogwarts Legacy nicht weitergespielt. Klar, wie gesagt, ich war auch nicht hier oben. Switch konnte ich unten auf der Couch gemütlich spielen. Aber dieses Ding ist einfach für mich ein absolutes Meisterwerk. Sie haben das von Teil 1 zu Teil 2 nochmal gesteigert, nochmal besser gemacht zum Ende hin. Klar, wir haben weiterhin unsere 8 kleinen Geschichten, in Anführungszeichen, unsere 8 Charaktere, die wir spielen, die alle verschiedene Fähigkeiten haben, die alle verschiedene Geschichten haben und die führen am Ende zu etwas Großem zusammen. Und das gab es halt in Teil 1 nicht. Und das haben sie in Teil 2 nochmal, also gab es schon da, aber nicht so gut wie hier. Und hier haben sie das noch deutlich besser gemacht, meiner Meinung nach. Ich finde es großartig, weil ich mag auch besonders dieses Prinzip mit diesen 8 Geschichten. Denn klar könnte man sagen, hey, mach doch einfach eine große gemeinsame Geschichte irgendwie. Ja, aber so kann man noch viel mehr Vielfalt reinbringen. Wir haben quasi für jeden ist irgendwie was dabei bei diesen Geschichten. Ne? Ob es jetzt irgendwie die Geschichte von Throny, der Diebin ist, die versucht aus ihrem Diebesclan auszusteigen und dann da alle möglichen Sachen aufdeckt. Ob es die Tänzerin Agnea ist, die versucht die beste Tänzerin der Welt zu werden, um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Okay, das war genauso langweilig, wie es klingt, die Story für mich. Aber vielleicht findet das jemand cool. Oder ob ich die Geschichte um Oswald spiele, der ja von seinem Kollegen hintergangen wurde und sein ganzes Leben mehr oder weniger verloren hat, sein ganzes Dasein, seine ganze Existenz und dann auf Rache aus ist. Unfassbar tolle Geschichten dabei, unfassbar tolles Gameplay, einfach ein grandioses Spiel. Wenn ihr da im Detail zu wissen wollt, was ich da noch so zu sage, dann, wie gesagt, geht bei Akimbo FM mal reingucken, bei Mirko und beim Janis und hört euch das an, was ich dazu sage. Ich habe 40 Minuten habe ich da drüber über das Spiel philosophiert. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sowas mögt. 12 von 10.
So, kommen wir zum nächsten Stapel. Den ziehe ich mir mal ein bisschen näher. Da sind jetzt noch keine limitierten Sachen dabei. Die kommen tatsächlich erst ganz zum Ende. Hier haben wir aber auch wieder etwas ziemlich Interessantes mit dabei und Schnäppchen und keine Ahnung was. Wir machen die nächste Verpackung wieder auf und gucken mal, was hier zum Vorschein kommt. Ein Switch-Spiel. Und das ist auch ein unfassbar spontaner Kauf gewesen und vor allen Dingen auch eine unfassbare Geschichte, die hinter diesem Spiel steckt. Und zwar, es ist leider nicht original verschweißt. Das ist sehr schade, weil es wurde als neu verkauft. Macht aber nichts. Und zwar ist es The Unbound Ghost. The Outbound Ghost, so heißt das Ding. The Outbound Ghost, da möchte ich ebenfalls nochmal etwas verlinken. Wenn ihr hierzu mehr wissen wollt, dann geht mal beim guten Indeed gucken. Indeed? Ich glaube Indeed, sagt er. Ingrid, nicht Indeed. Indeed. Und der gute Indeed, der hat einen Kanal, beschäftigt sich hauptsächlich mit PlayStation 5 und PlayStation VR 2 und PlayStation 5 Indie Games. Und er hat eine Review gemacht zu diesem Spiel. Und das Interessante ist, das Spiel ist so ein kleines bisschen, um das mal eben so ein bisschen vorwegzunehmen, eine Art Paper Mario. So ungefähr könnte man das nennen, ne? Mit verschiedenen Fähigkeiten. Diese Optik ist ziemlich gleich und so ein bisschen Rollenspiel-Style. Aber was halt wirklich interessant ist an diesem Spiel, es ist halt ein Indie-Game und es hat einen unfassbaren Background, diese Geschichte dahinter, weil während der Produktion dieses Spiels der Entwickler ständig sich halt auch zu Wort gemeldet hat und dann irgendwann wollte dann aber der Publisher wollte das Spiel rausbringen, es war aber noch nicht fertig, weil auch im Hintergrund irgendwie ein anderer Mitentwickler gestorben ist und sowas alles und deswegen wurde das Spiel noch nicht fertig, sie haben es trotzdem unfertig rausgebracht und so weiter und so fort und da gibt es halt wirklich eine ziemlich krasse Hintergrundstory dazu und sowas finde ich ja immer mega cool, wenn man dann zu solchen Spielen auch noch solche Hintergrundinfos oder Stories hat und deswegen habe ich mir das dann aufgrund seiner Empfehlung spontan gekauft. Gibt es bei Amazon sogar, ist aber halt ein absolutes Indie-Game, ja. Und deswegen, ja, schade ist das jetzt. Ach nee, okay, das ist zum Glück nur die Folie, die so ein bisschen verramscht ist. Das wäre sehr schade gewesen. Ja, auf jeden Fall The Outbound Ghost. Das nächste Spiel habe ich mal bei einem Anbieter gekauft, wo ich eigentlich niemals Spiele kaufen würde. War eine Empfehlung wieder von meinem Discord-Server, wo ich ja immer wieder mal, Schnäppchen gepostet bekomme und dann denke so, ach nee, das ist so günstig, das musst du einfach kaufen. So auch in diesem Fall, denn dieses Spiel, was hier drin ist, ich weiß das halt jetzt, weil das gestern erst angekommen ist, das Spiel, was hier drin ist, ich kann dir erstmal sagen, wo ich das bestellt habe, nämlich bei Alternate. Und Alternate ist auch im Grunde nichts, was ich eigentlich so mit Spielen in Verbindung bringe, sondern eher halt mit Computern und Technik und so. Aber sie hatten da ein super Angebot, wo ich ja nicht drum herum kam, das zu kaufen. Und zwar Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demons. Demon heißt das ganze Ding, ja. Die im Grunde Vorgeschichte zu Bayonetta, wenn man so möchte. Die Entstehungsgeschichte der Umbra-Hexen. Und ja, das ist halt etwas, was mich ja schon interessiert hat, weil ich halt Bayonetta eigentlich ziemlich cool finde. So, ich habe die Spiele gerne gespielt. Allerdings ist das oft vom Gameplay und von dem, was da abgeht, schon ziemlich drüber. Und das hier ist halt ein komplett anderer Stil, ne? Das ist ja quasi mehr so ein, ja, sieht ja sehr märchenhaft, sehr gezeichnet aus und hat gar nichts mit dem ursprünglichen Bayonetta-Stil zu tun. Natürlich auch nicht mit dem Kampfsystem. War mir aber zum Vollpreis von, ich glaube, 70 Euro kostete es, ja, war mir das dann doch zu viel. Und das war jetzt bei Alternate für 44 Euro. Ja, und bei so einem neuen Spiel kann man da, denke ich, dann mal zuschlagen, weil es wird mit Sicherheit nicht viel günstiger werden, denn es ist halt ein Nintendo-Spiel, ne? Und deswegen habe ich mir das jetzt mal angeguckt. Bin sehr gespannt darauf, vor allen Dingen auf das Gameplay, weil das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, wie das irgendwie abgeht. Und ansonsten bin ich sehr gespannt auf die Vorgeschichte von, ja, Bayonetta. Als nächstes haben wir wieder ein regulär gekauftes Spiel auch bei Amazon und das ist ein Switch-Spiel und das ist, was ist das? Ich kann das gar nicht erkennen in der kleinen Kamera da, im kleinen Bildschirm. Ah, das ist Kiwi. Kiwi ist ein kleines Koop-Puzzle-Plattformer-Game. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man das, man kann es auch alleine spielen, wenn ich das hier richtig entziffere. Aber es ist halt ein Koop-Game. Ne? Und in diesem Koop-Game spielen wir halt ja diese beiden Vögel hier vorne, diese beiden Kiwis oder was das sein soll, keine Ahnung. Und wir rätseln uns quasi durch die Weltgeschichte.
Das sind kleine Rätsel, wo man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, der eine sitzt, habe ich im Gameplay gesehen, auf einem Vogel irgendwie drauf, auf so einer Art Strauß und hat hinten so einen, auf dem Rücken einen Sattel, den er befestigen muss. Das geht aber nur, wenn der andere den Strauß ablenkt und halt immer wieder Futter in so eine Schale reinschmeißt. Ne? Also quasi so ein typisches Koop-Game, wie auch Way Out und It Takes Two und sowas. Ja, und das war auch super günstig für 12 Euro oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mir das halt geholt. Ist sogar ausgezeichnet, sehe ich hier auf der Gamescom als Best Family Game. Ja, ne? Dann kann es ja so scheiße gar nicht sein. Wenn ihr es günstig bekommt, guckt es euch mal an. Ist bestimmt ein cooles Teil, wenn man auf das nächste Spiel von ja, den A Way Out Machern wartet. Ja. Kiwi. Dann das letzte Spiel für diesen Block. Dann gehen wir aber gleich noch weiter. Da kommen nämlich noch ein paar andere coole Sachen. Ich mache es mal wieder auf. Und diesmal ist es ein PlayStation 5 Spiel. Den gehe ich mal von aus. Es ist Sackboy, A Big Adventure. Und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, was ich nicht cool finde. Denn ich habe einen Amazon-Gutschein bekommen durch mein Amazon-Partnerprogramm. Ne? Deswegen mal vielen Dank an alle Leute, die über meinen Amazon-Link einkaufen. Ich hatte gedacht, guck mal, was auf deiner Wunschliste noch so rumgammelt. Ne? Und da ist schon seit Ewigkeiten Sackboy A Big Adventure mit drin. Sackboy A Big Adventure ist ja der 3D-Ableger der ja, Little Big Planet-Reihe mehr oder weniger. Und das Ding wurde von ganz vielen Leuten schon sehr hoch gelobt. Von Mirko zum Beispiel, der fand das sehr, sehr cool. Und auch noch ganz, ganz viele andere Videos habe ich gesehen dazu, die das halt sehr, sehr gefeiert haben. Und das Ding habe ich mir dann gekauft. Ist nämlich nicht so ganz günstig. Das kriegt man auch nicht wirklich oft für unter 50 Euro. Meistens ist das noch relativ teuer. Und das habe ich mir deswegen dann mit diesem Gutschein gekauft, damit ich da halt deutlich weniger zahle. Und ich habe dann letzten Endes noch 15 Euro bezahlt. Ist okay. Ich bin aber davon ausgegangen, dass das neu ist, weil da halt neu stand. Und es ist nicht neu. Es ist nämlich eingeschweißt wieder von irgendeinem anderen Scheiß und es ist nicht die original PlayStation Banderole mit dran. Und das ist etwas, was ich extrem nervig finde, dass man selbst bei Amazon und sonst wo Spiele als Neuware verkaufen darf, obwohl sie keine Neuware sind. Was ist da los, Amazon? Ist eigentlich ziemlich mies. Naja, ich bin mir gar nicht sicher, habe ich die PG-Version gekauft oder haben sie mir da irgendwas anderes geschickt? Ist aber auch im Grunde Bums. Ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel. Man soll ja auch ziemlich cool die Musik mit integriert haben in das Gameplay und so. Und das ist was ich immer sehr, sehr gerne mag. Vor allen Dingen auch damals bei Rayman Legends war das unfassbar gut eingebaut in das Spiel, die ganze Musik. Und ja, wenn das in einem 3D-Abenteuer auch so gut funktioniert, warum nicht? Deswegen, Sackboy A Big Adventure, definitiv ein Titel, den ich für die PS5 haben wollte. Und jetzt, dank dem Amazon-Gutschein, für 15 Euro, kann man nichts sagen. Auch wenn es gebraucht ist jetzt. Ja, der Stapel wird schon immer höher, aber so schlimm sieht er noch gar nicht aus. Wir nehmen den letzten Stapel nach hier vorne und kommen zu den letzten, ich würde mal schätzen, 4 Spielen sind das. Wir gucken mal, was wir da haben. Da sind jetzt auch ein paar limitierte Sachen mit dabei. Zuerst aber noch nicht. Zuerst haben wir noch eine reguläre Amazon-Hülle. Und ich glaube, das letzte ist auch wieder eine Amazon-Hülle, ganz genau. Wir gucken mal rein, was hier drin ist. Ich glaube, hier sind 2 Sachen drin. Zumindest so dick, wie das ist, denke ich mal, jawohl, es sind 2 Sachen drin. Packen wir erstmal das erste aus. Und das ist ein PlayStation-Spiel. Ich weiß nicht, ob es PS5 ist oder 4. Es ist PlayStation 5. Und es ist das Spiel, was ich schon so lange auf dem Schirm habe, aber nie gekauft habe, weil es auch verdammt nochmal nicht günstiger wird. Solstice. Vorneweg, Solstice ist im Grunde ein oldschooliges Hack'n'Slay à la Devil May Cry. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan der alten Devil May Cry Spiele. Ich mag auch die neuen, ich mag DMC, ich mag auch Devil May Cry 5 und so, das war alles okay. Aber Teil 1 damals hat mich komplett weggeblasen, fand ich damals unfassbar gut. Und ich mag diese feste Kameraperspektive, die wir hier wohl auch wieder haben. Und deswegen habe ich mir das letzten Endes dann jetzt gekauft. Das Ding ist aber gewesen, wie gesagt, es wurde einfach nicht billiger. Und der Raketenjansel mal wieder hat das Ding schon so oft empfohlen und so oft vorgestellt. Und der letzte ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, jetzt kaufst du dir das, er hat ein Video gemacht, ich glaube 20 Geheimtipps für die PlayStation 5. Und ich habe dann so gedacht, ey komm, guck mal, wie viele Spiele du davon schon hast. Und tatsächlich von diesen 20 Spielen hatte ich schon 16 oder so. Und die letzten 4 Spiele, da waren halt dann 3 dabei, die mich halt ja nicht so wirklich interessiert haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was das war, aber
habe ich halt dann nicht genommen. Da habe ich gedacht, okay, das letzte Spiel, was dich interessiert, was dir noch fehlt, von diesen ganzen Geheimtipps von ihm, das kaufst du dir. Ja, und das war halt dann Solstice. Und es war halt leider noch für 50 Euro da drin. Oder waren es 40 mittlerweile? Auf jeden Fall eigentlich immer noch relativ viel Geld, dafür, dass ich in letzter Zeit dann doch viele Schnäppchen gemacht habe. Aber das habe ich halt dann gedacht, komm, jetzt kauf's einfach. Es wird eh nicht günstiger. Ich wette, wenn ich jetzt gucke, ist es günstiger, aber na gut, jetzt habe ich es einmal hier und da werde ich demnächst definitiv mal reinspielen. Vielleicht machen wir das auch wirklich mal im Stream oder irgendwie sowas, mal gucken, denn auf Streamen hätte ich auch nochmal Bock. Aber gut, Solstice, definitiv mal einen Blick wert, wenn ihr auf oldschoolige Devil May Cry Spiele steht. Dann das zweite Spiel aus der Hülle, ich schmeiß die Hülle direkt mal weg da hinten, ist ein Switch-Spiel. Und was ist das? Ich kann das von hinten jetzt gar nicht richtig erkennen. Es ist... Ihr könnt es schon sehen. Was ist das? Darius Burst X Plus, Another Chronicle. Sehr schön. Ein weiteres Shoot'em'up in meiner Sammlung. Ich bin ja, das erwähne ich immer wieder, sehr großer Shoot'em'up-Fan. Ich spiele diese Spiele unfassbar gerne, bin aber auch unfassbar schlecht darin. Wenn es in diesen Spielen keinen Unlimited- oder Unsterblichkeitsmodus gibt, dann spiele ich sie nie durch. Eins der letzten Shoot'em'ups, die ich durchgespielt habe, war auf der Nintendo Switch Xenomora X. War aber auch nicht so schwer. Und man hatte viele Safe-Games und ganz normal so, ne? Aber diese klassischen Dinger finde ich immer sehr, sehr schwer. Und ich habe schon in Darius Burst, glaube ich, hier, das habe ich, glaube ich, mal dem Zock-Amigo abgekauft, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber auf der PlayStation 4. Und ich wollte gerne noch eins für die Switch haben. Und auch das wurde mir bei Amazon vorgeschlagen, war gerade runtergesetzt und da habe ich dazu geschlagen. Für unter 20 Euro, soweit ich das noch im Kopf habe. Und dafür macht man nichts falsch. Aber auch das Ding ist leider nicht original eingeschweißt. Schade. Naja, whatever. Darius Burst X plus Another Chronicle für die Nintendo Switch. Shoot'em'up-Fans werden es kennen. Mache ich die limitierten Sachen zum Schluss? Ich mache die limitierten Sachen zum Schluss. Wir nehmen erst nochmal Amazon. Das fühlt sich jetzt von außen schon mal sehr nach einer Switch-Hülle an. Ist es auch. Und es ist Larry. Larry Wet Dreams Dry Twice. Ebenfalls wieder nicht mit Originalbanderole. Was ist da los? Das ist wirklich nervig. Egal. Larry Wet Dreams Dry Twice habe ich jetzt gekauft im Zuge meiner Recherche für das Short Video Absurd teure Nintendo Switch Games Part 1. Ich habe ja so eine kleine Short-Reihe gestartet, wo ich halt absurd teure Videospiele vorstelle, also die halt irgendwie mega teuer geworden sind, obwohl sie ursprünglich gar nicht so teuer waren und auch irgendwie nicht, ja, man kann es halt manchmal nicht so ganz verstehen. Ne? Und da zählte zum Beispiel Larry Wet Dreams Don't Dry mit dazu, was halt sehr, sehr teuer mittlerweile ist. Kostete ursprünglich irgendwie 30 Euro oder meinetwegen 40 und ist mittlerweile für unter 100 meistens nicht mehr zu bekommen. Und im Gegenzug dazu, oder im Gegenteil dazu, ist Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice, der Nachfolger davon, für, weiß ich nicht, ich habe den für 18 Euro bekommen oder für 19. Ganz regulär zu kaufen. Und ja, ich weiß nicht, ob sie da einfach beim zweiten Mal eine größere Auflage gemacht haben, weil sie dachten, hey, der erste Teil ist gut gekauft worden, ne? Wir machen noch eine größere Auflage. Oder es war andersrum und man hat halt gemerkt, die Leute haben Teil 2 zuerst gespielt, haben gesagt, ey, ist ein cooles Spiel, ich kaufe mir Teil 1 auch noch. Ja, und Teil 1 war aber nicht so groß verfügbar und ja, wurde nicht mehr produziert. Ich weiß es nicht genau. Ja, und deswegen dieses Ding, ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit Larry, unser, ich sage mal, 80er Jahre Gigolo, wie ich aber jetzt gelernt habe. In den Kommentaren von meinem Short hat jemand geschrieben, hey, der kommt eigentlich aus den 70ern, ist ja ein Zeitreisender mehr oder weniger, beziehungsweise er hatte damals schon die veralteten Klamotten irgendwie an, so, ne? Auf jeden Fall ein geiler Typ. Larry ist ein typischer Gigolo, der halt immer flapsige und auch manchmal sexistische Sprüche auf Lager hat. Deswegen ist das Ding auch ab 16 halt, ne? Man muss sich halt dann dadurch die Weltgeschichte rätseln, wie in einem klassischen Point-and-Click-Adventure. Nur halt, ja, mit Larry. Jetzt kommen wir aber zu dem oder den limitierten Spielen. Und zwar hatte ich bestellt, ich habe noch mehrere Sachen bestellt, die sind aber teilweise noch unterwegs, beziehungsweise noch nicht produziert. Und ja, ich habe einfach mal überall bei den Limited-Anbietern, bei denen ich immer so gucke, mal geguckt, was ich da so gebrauchen kann oder was mich interessiert und habe bestellt. Und ein Paket davon ist angekommen. Und das Ganze ist von Super Rare Games. Da kaufe ich ganz gerne, weil bei Super Rare Games die Spiele immer schon fertig produziert sind. Das heißt, wenn man sie bestellt, dauert es wirklich nur eine kurze Zeit, bis sie ja, einem geliefert werden. Nicht wie bei anderen Anbietern, wo die Spiele erst noch ja,
weiß ich nicht, 3 Monate in der Vorbestellung sind und dann erst produziert werden und die dann erst nach 2 Jahren geliefert werden. Ja, hier ist das anders und ich bin mal gespannt, was ich da gekauft habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Es sind tatsächlich 2 Spiele, die ich da gekauft habe. So, und jetzt kommt das Coole, sage ich mal, bei Super Rare Games. Die haben nämlich um diese Spiele immer noch mal eine Folie mit einem Siegel in Form eines Aufklebers. Haben sie da immer noch mal drumherum. Bisher habe ich die ganzen Super Rare Games in dieser Hülle gelassen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das ja vielleicht irgendwann mal da raushole, weil sie nicht mehr schön ins Regal passen. Also momentan lasse ich das einfach nur so. Und das erste Spiel aus dieser Verpackung ist Hell Pie. Wenn mich nämlich nicht alles täuscht, ist Hell Pie im Grunde eine Art 3D-Plattformer mit dem Teufel. So irgendwie. Also ich. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr, sehr begehrt. War auch sehr schnell weg bei Super Rare Games. Ich werde es halt noch zulassen. Das sind, wie gesagt, so Spiele, die ich mir immer hole und lasse sie einfach komplett mit diesem Siegel in dieser Verpackung so drin, und wenn ich sie spielen möchte, ja gut, dann mache ich sie halt auf oder gucke mal, was sie irgendwie digital kosten oder so. Aber das Ding war halt, wie gesagt, heiß begehrt. Es wurde bei mir auf dem Discord angepriesen und gepostet und so. Da habe ich gedacht, ach ja, komm, gönn dir das mal. Du wolltest sowieso da was kaufen und das habe ich ja getan. Da kommt nämlich das noch was. Nimm das mal mit. Ne? Hell Pie für die Nintendo Switch von Head Up Games und gepublished über Super Rare Games. Voll gut mit diesem Siegel vorne drauf. Weiß ich nicht. Feier das voll. Ist ungünstig für ins Regal zu stellen, ja, aber ich feier das. Kommen wir nun zum letzten Spiel aus diesem Video. Und zwar, wie gesagt, ebenfalls ein Super Rare Game. Heaven Dust ist im Grunde ein, ja, wie soll man das denn nennen? Ein Survival-Shooter mit Zombies, so ein bisschen, aber in so einem lustigen Comic-Look. Es ist so eine isometrische Ansicht, hat man da oben drauf. Und ja, es geht halt darum, dass irgendwie ein Virus ausgebrochen ist und wir wachen plötzlich auf in einer Anstalt, ja, wo anscheinend an einem Gegenmittel geforscht wurde. Aber als wir dann da irgendwie rumlaufen, finden wir da halt Zombies vor und müssen uns halt da quasi rausballern. Das ist im Grunde irgendwie alles. Natürlich mit kleinen Rätselpassagen und so weiter und so fort, wie man das halt so kennt. Aber ich mag halt auch einfach diesen Grafikstil. Das ist so ein bisschen comic-mäßig. Es ist ja, es ist nicht unfassbar brutal oder irgendwie sowas, aber es hat halt eine coole Stimmung irgendwie. Ich weiß nicht, es könnte natürlich sein, dass das auch ein bisschen horrorlastiger wird oder so. Ob das dann was für mich immer noch ist, das weiß ich nicht. Aber definitiv war das auch etwas, was ich mir mal angucken wollte. Deswegen habe ich mir, ja, weil ich Bock auf ein bisschen limitierten Schissel hatte, habe ich mir halt diese beiden Sachen bestellt. Hell Pie und halt auch Heaven Dust von Super Rare Games. Meine Super Rare Game Sammlung könnte ich eigentlich mal vorstellen, beziehungsweise mal ein bisschen genauer betrachten, denn da habe ich tatsächlich mittlerweile einige Perlen auch mit dabei. Ne? Zum Beispiel halt auch Last Day of June und wie heißt das noch? Das mit dem Mountainbike runterfahren da, ne? Dieses, was ich im Game Pass mal gespielt hatte und so. Die Sachen habe ich alle hier und da sind coole Sachen mit dabei. Little Inferno ist auch mit dabei, auch ein sehr cooles Game. Ja, und jetzt habe ich 2 weitere von Super Rare Games. Ich habe leider Wept damals verpasst. Der gute Chrisso hat mir da das letzte Exemplar von weggeschnappt, habe ich so das Gefühl. Hätte ich gerne gehabt. Leider jetzt auch sehr, sehr teuer. Und naja, mal gucken, was sich bei diesen beiden Spielen hier so entwickelt. Jawohl, das war's mit dieser Pickup-Ausgabe. Jetzt haben wir doch, der Turm ist nicht so hoch, wie ich dachte. Klar, wenn man das mit Pappe hier stapelt, ist es immer deutlich höher. Ne? Wir haben aber doch einige Spiele ausgepackt und jetzt würde ich sagen, habe ich lange genug gefaselt. Ich bin jetzt auch raus. Schreibt mir gerne zu den ganzen Sachen irgendwas in die Kommentare. Ne? Und wie gesagt, vergesst nicht Team Big Foot oder Team Grave Digger. Jawohl, und geht gerne beim Lord of Nerds gucken und schaut euch die Ausgabe Extra Longschwanzer Pickups bei ihm an. Ja, und lasst ihm ein Abo da, der Kerl hat deutlich mehr Abos verdient. Jetzt bin ich raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.